Hallo, mein Name ist Janosch Spiegel. Ich bin jetzt hier auch im Spin Factory Test Center in Köln und teste hier heute ein Holz von der Marke Förster, das Förster O4. Ist ein fünfschichtiges Vollholz, Offensivholz, nicht besonders kopflastig, liegt erstmal sehr angenehm in der Hand. Ist im konkaven Griff nur erhältlich, aber wie gesagt, liegt angenehm in der Hand. Ich werde das gleich mit meinen üblichen Belägen testen, sind jeweils in Tenergy 05 auf Vorhand und Rückhand in 2,1 mm. Ich bin gespannt, wie sich das spielt, habe bisher von der Marke noch nicht so besonders viel gehört und werde mal schauen, wie sich das so anfühlt. Willkommen zurück hier im Spin Factory Test Center. Janosch hat für uns heute ein weiteres Holz der Marke Förster getestet, das O4 Offensiv. Janosch, du spielst selber auch ein fünfschichtiges Vollholz, soweit ich das in Erinnerung habe. Wie war hier dein Eindruck? Ja, es hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen bei mir. Spielt sich sehr kontrolliert, aber durchaus auch durchschlagskräftig. Ist jetzt natürlich anders zu spielen als ein Carbonholz, was vielleicht ein bisschen härter ist. Hat ein sehr weiches Gefühl von Anschlag. Und spielt sich meiner Meinung nach sehr ähnlich zu dem, was ich offensiv spiele. Also was ich selbst spiele, das ist Primorange auf Minus. Spielt sich schon sehr ähnlich, ja. Wie bist du mit der Qualität? Also liegt das Holz gut in der Hand? Verarbeitungsqualität? Ist es kopflastig? Oder wie würdest du das einschätzen? Also die Qualität macht erstmal einen sehr guten Eindruck. Ich finde den Griff sehr angenehm. Es ist ein konkaver Griff. Ich spiele normalerweise einen geraden, aber kann damit trotzdem ganz gut zurecht. Liegt sehr gut in der Hand, ist nicht zu kopflastig. Finde es sehr gut ausgewogen. Hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, ja. Ja, dann vielen Dank für den Test hier. Euch weiterhin viel Spaß in unserem Spin Factory YouTube Testkanal. Abonniert diesen, wir werden fleißig für euch weiter testen. Bis zum nächsten Mal hier in Köln. Macht's gut.